So, like, you got it from that. Meine lieben Freunde, wir sind jetzt angekommen in Italien, in dem Haus von Lauras Familie und wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Ich sehe ein bisschen fertig aus. Wir waren jetzt echt mega lang unterwegs, aber ja, bin jetzt erstmal einkaufen. Sind irgendwie seit, keine Ahnung, sehr lang unterwegs, wirklich seit 1 Uhr nachts oder so und jetzt haben wir 11 Uhr, weil wir von Weiz aus geflogen sind und, ist eine längere Geschichte, aber jetzt sind wir auf jeden Fall da und müssen jetzt erstmal den Kühlschrank hier voll machen und dann gehen wir auch direkt an den Strand, haben wir beschlossen. Wir schlafen jetzt gar nicht erst, wir ruhen uns dann einfach am Strand aus. So ein kleines Gärtchen mit einem Zitronenbäumchen, einem Feigenbäumchen und einem Vögelchen inklusive. Was ist das für ein Vögelchen? Ein Wellenrittich. Echt? Oder ein Papagei. Mhm. Übrigens einkaufen, unser erster Einkauf hier. Wir wissen nämlich nicht richtig, was wir nehmen sollen. Wir haben sehr viel Brot. Trinken, Bier. Mikkel und David haben sich Bombay geholt. Und ja, wir gehen ja bestimmt auch oft essen. Und jetzt suchen sie noch nach Snacks. Wo auch immer sie sind. Hier Brot und so sind, haben da einen speziellen Ort hier. Überlegen wir jetzt einfach irgendwie. Ich weiß nicht, hier müssen wir aufpassen, wir dürfen nicht krümeln, weil da kommen 15.000 Ameisen raus. Mhm. Ah ja. Hier ist das echt krass. Das ist schön. Hört sich mal vielversprechend an. Leute. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall unseren ersten Einkauf erledigt. Räumen jetzt mal alles ein und dann gehen wir zum Strand. Oh, hier ist auch noch eine Tüte. Ganz viel Brot. Wir haben jetzt schon mal hier so ein paar Sachen rausgesucht und machen jetzt erstmal so einen kleinen Snack hier. Und Leute, es ist eben was ganz, ganz Unangenehmes passiert. Es tut mir wirklich leid, aber... hier, unser guter Freund. Leute, ich habe einfach eben gedacht, dass der echt ist. Wie peinlich ist das? Wie peinlich bin ich denn? Zur Verteidigung, ich hatte meine Brille nicht auf, aber ich dachte, der wäre echt. Oh Mann. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, ob ihr direkt gesehen habt, dass er nicht echt ist. Das ist ja wirklich, außerordentlich peinlich. Leute, wir stellen jetzt übrigens den Tisch hier draußen hin und genau, dann essen wir hier draußen in Ruhe. Das Wetter ist jetzt auch wieder richtig schön. Eben war es nämlich, als wir angekommen sind, hier in Italien so ein bisschen bewölkt. Aber jetzt ist es wirklich mega schön. Auch warm. Vor ein paar Wochen, vor zwei oder so, war es hier noch so übel warm. Können wir den auch so immer draußen lassen oder stellt man den dann wieder rein? Einfach mal abends. Draußen lassen, ne? Ja, den können wir raus. Aber wenn wir halt fahren, dann wieder rein. Ja. Ja, klar. Aber sollen wir den lieber so oder so hinstellen? So, oder? So, ne? Ja. Mit dem schönen daneben dran. Yes. Ja. Ananas verboten, oder? Kann ich den aber sehen? Pommes? Leute, wir haben jetzt. Das finde ich sieht nicht lecker aus. Das ja? Frag mal jeden Italiener. Jeder wird dir sagen, die erste Pizza, die der in Italien bestellt, ist die. Meine. Lustig. Ey, verrücktesten Pizzen. Ich? Oh, das ist meine. Das ist deine. Zeig mal, Lauri, deine. Ah, ja. Ich bin gespannt. Mega lecker. Einfach so Schinken drauf geklatscht. Lecker, Leute. Ich will mal ein Ding machen. Oh, Calamari. Hier hängen übrigens unsere Klamotten. Sehr lustig, mein Kleid hatte einen kleinen Unfall. Da sind die Plastiktüten, aber da links auch eine Plastiktüte. Guten Morgen, Freunde. Ich wollte euch herzlich willkommen zu diesem Vlog mal jetzt richtig sagen. Es war gestern wirklich so ein krasses Kuddelmuddel und ich habe irgendwie so hier mal da so ein bisschen gevloggt. Ich wollte mich ganz kurz mal zum Wort melden. Wir haben jetzt geschlafen, also wir haben es den nächsten Morgen. Wir waren alle todmüde, wirklich. Also wir haben gestern nämlich den ganzen Tag nicht geschlafen und waren dann irgendwie, ja, gefühlt zwei Tage wach, weil wir ja irgendwie, keine Ahnung, schon um 1 Uhr nachts los mussten. Also ja, es war eine ganz schön lange Reise, aber es war alles gut und wir sind ja jetzt da und es ist super schön hier. Wir sind in dem Ferienhaus sozusagen von Lauras Familie, also von Lauras Oma und dürfen jetzt hier eine Woche bleiben. Ich freue mich richtig. Es ist so cool, es ist auch total nett, dass wir jetzt hier einfach hin dürfen. Ja, wir haben uns ein Auto gemietet, das haben wir jetzt die Woche, weil wir hier in so einem kleinen Dörfchen sind.
Und da fahren wir auch gleich wieder direkt zum Strand. Ich habe mich deswegen auch schon mal geschminkt, weil ich heute ein paar Bilder machen wollte. Ich habe nämlich keine mehr. Und ja, ich denke, ich werde jetzt hier nicht irgendwie von dem Haus irgendwas zeigen, weil das ja auch so privat ist. Auch wenn ihr jetzt hier zufällig das Bett im Hintergrund seht. Aber ja, das Wetter ist auf jeden Fall mega schön. Das kann ich euch schon mal zeigen. Guck mal hier, das ist gerade mein Ausblick. Hier so ein kleines Dörfchen. Echt süß, das mache ich jetzt aber alles mal wieder hier jetzt zu, weil sonst wird es hier ein bisschen warm tagsüber. Aber in der Nacht habe ich echt mega gut geschlafen, hätte ich gar nicht so gedacht, weil ich ja sehr empfindlich bin, was Wärme angeht und so. Aber es war richtig angenehm von der Temperatur her, wirklich. Die rollen jetzt noch runter. Wir sind jetzt am Strand angekommen. Heute ist Sonntag und es ist sehr voll. Kurzer Schwenker, also heute ist wirklich sehr voll. Aber das Wetter ist wenigstens schön und ja, also das Wetter ist sehr schön heute. Sehr cool ansonsten. Hier liegen wir übrigens in der letzten Reihe. So Freunde, wir sind wieder zurück. Schaut mal, wie schön gerade die Sonne ist. Ach, ich liebe das, wenn die Sonne schon so ein bisschen untergeht. Schon mal unsere Handtücher aufgehangen. Und ich habe jetzt hier meine Schminksachen. Warte, ich drehe ich mal um. Und ja, ich dachte, wir schminken uns jetzt mal, beziehungsweise ich schminke mich jetzt mal. Wir wollten nämlich gleich noch nach Cagliari, also einfach die Hauptstadt von Sardinien, fahren im Auto und da heute Abend auch essen gehen und so. Oh, das sieht schön aus. Ja, es ist ein bisschen kalt hier abends. Wir wissen nämlich die ganze Zeit nicht, was wir anziehen, sondern ich muss nachher auch noch was Langärmeliges anziehen. Aber ich muss deine Großstadt. Ja. Also wir fahren essen, ne? Ja. Was machen wir vorher? Wie nennt man das? So, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch nennt. Aperitivo, also so ein Aperol trinken und so ein bisschen Wurst und Käse. Naja, und jetzt machen wir es erstmal fertig. Hier draußen. Was ist das? Ein Schmuck. Ich habe keine Schmucktasche. Alles hier reingetan. Oh ja, das ist jetzt nicht verknotet. Ikeda hat heute alles sorgfältig entknotet. Ja. Das war heute Morgen seine Aufgabe. Ich habe gar nicht so viel. Ach. Oh, ja, Moment. Ich habe gar nicht so viele Schminksachen mit. Obwohl, wahrscheinlich. Im Urlaub benutze ich übrigens immer dieses Magic Finish hier. Das ist echt krass. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Also es ist wirklich fresh, weil das einfach so ein bisschen was Leichteres ist. Und wir machen uns jetzt fertig und dann melden wir uns nachher nochmal. Schön. Sehr schön. Okay, Freunde, wir sind jetzt gleich fertig geschminkt. Ich bin fertig geschminkt. Ich war ja schon noch so ein bisschen geschminkt. Jetzt muss ich noch meine Haare föhnen und dann, ja, wollte ich sie vielleicht noch glätten und dann können wir auch losdüsen. Sonst gibt es eigentlich gar nicht so Spannendes zu berichten. Wir waren heute ja den ganzen Tag am Strand. Wie heißt der Strand? Pistis-Strand? Oder Pistis? Pistis. Pistis, okay. Ja. Und morgen haben wir einen richtig coolen, also so einen Platz in so einem Beachclub gebucht. Also nur mal so heute zum Beispiel haben also für ein Pärchen quasi, also für David und mich zum Beispiel, mit zwei Liegen und einem Sonnenschirm hat 12 Euro gekostet in der letzten Reihe und für den ganzen Tag. Und morgen gehen wir zu so einem Beachclub, also das ist so ein wohl noch schönerer Strand, zeige ich euch da morgen. Und da kostet das in der dritten Reihe, ne? In der fünften Reihe, also ganz hinten, 25 Euro pro Pärchen sozusagen. Genau, also damit ihr Bescheid wisst. Ich kann euch ja morgen dann nochmal den Strand zeigen und auch sagen, wo es ist. Aber Leute, am meisten freue ich mich einfach auf Dienstag. Da machen wir so eine Bootstour und darauf freue ich mich sehr doll. Ja, sehr doll. Wuhu, muss jetzt erstmal hoch, mich nochmal in ein anderes Oberteil anziehen. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Wir haben den nächsten Tag. Und der Himmel ist so schön. Wir haben richtig früh morgens, wir haben irgendwie jetzt um 7 Uhr aufgestanden, weil wir heute zu diesem Beachclub gehen und fahren halt. Wie lange fahren wir da hin? 1,5 Stunden? Eine Stunde oder so? Und wir brauchen auf jeden Fall Platz. Schon unsere Handtücherlein. Hier. Unsere Handtücherlein, wow. Die Badehose ist am Start. Und wisst ihr, wer auch natürlich am Start ist? Unser Vögelchen. Wir machen uns übrigens den ganzen Urlaub darüber lustig, dass ich dachte, dass das Teilchen hier echt wäre.
Ich zeig's euch mal in der Aufnahme. Ich weiß wirklich nicht, wie ich da denken konnte, dass das Teil. Oh, warte, jetzt ist es scharf. Dass dieses Ding hier echt ist, ist wirklich peinlich. Guck mal, der hat sogar die Füße aufgemalt. Noch peinlicher geht's echt nicht mehr. Oh, das waren die Bierflaschen. Wir werden jetzt kurz was snacken, was Kleines. Ein paar kleine Cornflakes. Morgen. Hallöchen. Morgen. Freunde, wir sind jetzt angekommen. Oh, eine Kätzchen. Der macht alles alleine. Wie Kiel, das ist gerade auf der Kamera drauf. Wo soll ich wissen, dass du filmst, Alter? Ich bin auf Kamera, einfach vor der Frau, Alter. Angerollt. Du bist gerade auch mit vollem Mund. Das ist auch respektlos. Hey, ich finde jetzt immer verdadert, denn jetzt hier von Bier. Ich halte einfach drauf die Kamera. Weißt du, irgendwas Cooles wird schon passieren in der Zeit, wo die an ist. Mhm. Irgendwas wird schon passieren, seid ihr sicher? Und wenn ich meinen Arsch zeige. Okay, lieber super Content für das Video. Okay, du sollst YouTuber werden. Ist ja bestimmt lustig. 9 Euro für ein Parkplatz ist halt. Geh einfach durch, aber wo geht's denn? Nein, das ist das Pferd der Liebe, da wir müssen gehen. Ach so. Warum? Was? Was ist hier? Ich hab so Mückenstiche von gestern, das ist ganz schmerzhaft. Die sind ganz dick. Uff, Leute, wie schön. Wie schön ist bitte hier das Wasser. Boah, das sieht krass aus. Wow. Übrigens, ich kann euch meine Essentials zeigen, meine Sonnenessentials. Wartet. Also. Ich habe natürlich so eine normale Sonnencreme dabei, das ist jetzt so eine 20er, die ist aber mit so zum Sprühen eigentlich ganz praktisch. Dann habe ich voll viele von dieser Reihe von Asam Beauty, das sind so Gesichtsprodukte, die nehme ich auch richtig gerne mit. Die haben nämlich einen 30er Lichtschutzfaktor und das ist dann halt eher echt wie, als würde man so sein Gesicht eincremen, also so null schmierig oder so. Und das hier, das liebe ich wirklich, weil das hat zwar nur einen 20er Lichtschutzfaktor, aber das ist halt so richtig krass zum Sprühen. Und da, also ich zeig's euch. Das kann man halt einfach so aufschreien. Also das ist echt extrem praktisch. Das liebe ich. Das hatte ich auch schon in Dubai mit. Und dann habe ich mir dieses Mal hier das hier gegönnt. In Dubai hatte ich nur so dieses günstige mit, dieses Sonnenöl. Und das hier ist aber nochmal ein ganz anderes Level, das sage ich euch. Also das ist auch von, glaube ich, Rossmann oder so. Also es gibt es auch bei DM bestimmt. Das kostet, glaube ich, 8 Euro, aber das ist echt krass. Also damit habe ich die letzten 2 Tage auf jeden Fall schon deutlich geburzelt. Jetzt einfach gerade hier an diesem Kiosk so ein Getränk geholt, ist einfach so, ich weiß nicht, so Eiskaffee sozusagen, was aber so cremig ist und was man erstmal schmelzen muss. Also es kommt so wie Eis an und dann vermengt man es einfach. Schmeckt echt ganz lecker. Das hier ist mit Cappuccino, ist aber glaube ich so eine Nachmache. Eigentlich gibt es das wohl von Langnese. Am Probieren. Habt ihr das schon mal probiert? Oder noch nicht? Ich habe es noch nie irgendwo gesehen. Ich habe ja mit dem ganzen Strand unterhalten. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Wir haben uns heute ein Bötchen gemietet. Wir haben jetzt heute eine große Yacht. Nein, wir haben uns ein kleines Bötchen gemietet und haben jetzt gerade geparkt. Wir sind hier hingefahren, 2 Stunden. Ich habe mal wieder Naps gehalten. Auf der Autofahrt mache ich wohl die ganze Zeit hier. Hier sind wir gerade am Hafen. Da vorne sind die schon. Und ja, darum habe ich hier dann schon öfter gemacht. Ich bin sehr gespannt. Wir haben sehr früh morgens. Ich glaube, wir haben, also was ist sehr früh morgens? 8:30, aber wir sind um 6:30 losgefahren. Jetzt schauen wir erstmal, wie teuer das Ticket ist. Wer ist es? Wir müssen jetzt 1 Euro pro Minute. Kann man ja nur mit Kleingeld, dann okay. Hätte die Laura mal besser das Kleingeld mitgenommen. Okay, Freunde, wir sind jetzt mitten auf dem Meer. Wie türkis das Wasser hier einfach ist. So schön.
Man muss den Motor hier wohl ausmachen vorher. Ja, oder wir fahren da rechts neben lang. Aber das ist steil, oder? So, Lauri und ich sind jetzt hier schon am ersten Strand, in der ersten Bucht sozusagen. Und wir wollten jetzt schon mal kurz frühstücken. David und Michele sind gerade das Boot parken sozusagen. Da drüben irgendwo. Und ja, genau, ist jetzt noch ganz am Anfang hier. Ist auch schon richtig schön. Jetzt snacken wir erstmal. Wir haben einfach keine Kühlakkus und haben einfach Wasserflaschen ins Gefrierfach getan und als Kühlakkus. Jetzt verwenden unsere so ganzen Brötchen. Groß. Macht was Verrücktes. Macht den Braten. Den Schwimmen darfst du drücken. Ihr seid so komisch. Komm, wir schwimmen auf dem Rücken. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oder schwimmen einfach. Schwimmen einfach, ja. Wie Delfine. Weißt du, wer der schlauste Mensch der Welt ist? Das Mädchen, das hier einen Schwimmring mit hingenommen hat, Alter. Wollt ihr jetzt in die Höhle, ja. In die Höhle. Lauri, wir auch oder wir nicht? Ja, guck mal, wie krass das ist. Guten Morgen nochmal, meine lieben Freunde, zurück. Ich hatte mich gestern nicht mehr gemeldet. Wir hatten diese Bootstour, die war wirklich extrem cool. Es hat so Spaß gemacht. Wir konnten einfach an den Buchten, wo wir eben wollten, anhalten. Das war insgesamt an der Küste so 7 Stück. Man ist halt einfach alleine auf diesem kleinen Schlauchboot. Also ich dachte wirklich, es wäre größer. Es war ein sehr kleines Schlauchboot. Am Anfang hatte ich ein bisschen Schiss. Ich hoffe, David auch. Laura und Michele haben es halt schon öfter gemacht. Aber es war sehr, sehr cool. Und abends haben wir dann noch gegrillt und ein bisschen was getrunken. Ich habe ein paar Videos gemacht mit der Kamera. Ich weiß allerdings nicht, ob ich euch das jetzt zumuten kann. Ich muss mal schauen, ob ich das einblende oder ja nicht. Wir sind wieder zurück. Und hier hängt mal wieder unsere Wäsche. Und wir haben uns gerade mal was zu essen gemacht. Wir haben gegrillt. Genau. Das werden wir jetzt mal snacken. Ich bin sehr gespannt hier auf das Essen. Irgendwas sowas Italienisches. Oder? Ist das hier in Italien? Mhm. Dieses Italienische Wurst. Ah ja. Genau, das werden wir jetzt mal futtern. Sieht schmausig aus. La testa, dove la vi, Dio la creo. Parabom, 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 alla chiova, che schiava di Roma, Dio la creo. Und ja, jetzt sind wir wach. Laura und Michele sind kurz noch Verwandte besuchen. Und dann fahren wir jetzt gleich aber auch schon wieder zum Strand. Das Wetter ist heute sehr, 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 sehr schön. Und ja, wir fahren wieder nach Pistis. Pisti? Pistis? Pisti? Pisti oder Pistis? Einen Strand. Guten Morgen, ihr Lieben. Wundert euch nicht, ich sehe irgendwie total fertig aus. Ich weiß gar nicht warum, also ich bin nicht recht geschminkt. Meine Haut ist nicht geschminkt, aber irgendwie sind meine Augenringe einfach so stark. Also, guck mal, wie schlimm das aussieht. Jetzt hätte ich so ein blaues Auge. Naja, egal, nicht schlimm. Ansonsten ist mein Gesicht schön braun, aber ja. Wir waren gestern Abend noch essen, hier in so einer, ja, in so einem kleinen Restaurant. Es war echt lecker. Ich hatte eine Pizza mit Büffelmozzarella und Tomaten und Basilikum. Und jetzt gleich gehen wir frühstücken, auch hier im Dorf in so einem kleinen Café. Wohl so, ich weiß nicht, so süße Croissants, das isst man hier wohl zum Frühstück. Bei den Laurent Piquet, dass man irgendwie hier in Italien auch eher, also dass man hier süß frühstückt. Und hat oft so gefüllte, süße Croissants. Ich bin gespannt, was genau meins. Ich liebe sowas. Und danach fahren wir einfach wieder zum Strand, da wo wir auch die letzten Tage immer waren, wo wir gestern auch waren, weil wir es anders zeitlich nicht schaffen. Wir wollten heute Abend noch in eine andere Stadt fahren und da fahren wir 2 Stunden hin und deswegen fahren wir heute nur zum Meeresstrand. Ich wollte euch nur kurz updaten und so sieht eben der Stand der Dinge aus. Ich habe mein Bikini schon an, ziehe mir jetzt noch irgendwie ein Kleid über und dann geht's gleich auf Frühstück. Ich und Freunde, wir haben jetzt ein bisschen was später. Wie viel Uhr haben wir? 3 Uhr nachts. Und stehen hier, keine Ahnung, im Nirgendwo. Sorry, dass ich so filme. Ich habe das falsche Objektiv drauf. Ich habe das zum Bildermachen drauf. Und wir haben einfach einen Platten. Ganz toll, wir wissen überhaupt nicht, was wir machen, sondern warten jetzt gerade auf den ADAC. Aber
ja, ich weiß auch nicht, ist irgendwie auch nicht so die beste Lösung. Der nimmt uns ja nicht mit. Wir sind eine Stunde von dem Haus entfernt, sind hier, keine Ahnung, an irgendeiner Tankstelle, die natürlich zu hat. Also, ich weiß nicht, wir sind gerade irgendwie ein bisschen verzweifelt, muss ich sagen, ein bisschen lost, weil wir nicht so richtig wissen. Wir warten halt, wie gesagt, auf den ADAC, aber wissen halt nicht, ob er es direkt reparieren kann oder nicht, wo wir hin sollen. Ich kann einfach nicht weiter weg filmen, weil ich das falsche Objektiv drauf habe, also sind die jetzt sehr nah. Naja, auf jeden Fall, keine Ahnung, sind sehr müde. Ich habe auch wirklich die ganze Autofahrt schon geschlafen eigentlich und haben halt nur noch so eine Stunde jetzt gebraucht, weil wir ja in Alghero waren und das ist irgendwie 2 Stunden entfernt. Beten wir einfach, dass der Mann gleich kommt vom ADAC und keine Ahnung, den Reifen irgendwie so flicken kann, dass wir weiterfahren können, weil sonst müssen wir im Auto schlafen. Eine doofe Situation. Ja gut, Leute, er fährt einfach. Ciao! Mein Vlog erzählen, was passiert ist. Was soll ich erzählen? Bushman. Wie soll ich das machen? Soll ich dafür aufsteigen oder was? Nein, also da war so ein Reifen und der ist kaputt. Auf einmal hat unser Auto dann angezeigt, wir hätten Reifenverlust. Also nicht Reifenverlust, sondern einfach nur Druckverlust. So, dass wir einfach weiterfahren können. Ja, und dann 5 Kilometer später hat er gesagt, wir sollen anhalten, weil wir einen Platten haben. Pannenhilfe. Und jetzt? Ja, und jetzt stehen wir an einer Tankstelle in Mankomer oder Markomer. Wir sind noch 10 Kilometer. Und der ADAC ist einfach abgejuckst. Das war ja kein ADAC, das sind so italienische ADACs. Wir wollen die ADAC nicht halten hier, die haben so genau. Die sind, der ist einfach gekommen und meinte so, ja, entweder ich schleppe euch jetzt ab. Ich schleppe jetzt euer Auto ab und ihr müsst mit einem Taxi nach Hause. Hab ich gesagt, wie mit einem Taxi nach Hause? Wir sind hier 100 Kilometer von hier entfernt. Fahre ich jetzt 100 Kilometer mit einem Taxi, um in 2 Stunden wieder zurückzukommen, habe ich zu ihm gesagt. Weil dann meinte der so, ja, nee, ich mach nur das. Nee, mein Auto wird auf keinen Fall abgeschleppt, habe ich gesagt. So, ne? Ich weiß nicht, wohin, gar nichts. So, dann warte ich lieber hier 3 Stunden und lass mir mein Auto hier irgendwo reparieren und fahre dann selber nach Hause. Und dann ist er einfach in ein Auto gestiegen und ist einfach abgehauen. Und jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt müssen wir bis 7 Uhr warten. Ah ja, schön. Ja, 4.15 Uhr. Die Carabinieri kam auch noch, also die Polizei kam auch noch und hat uns gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ich hatte eine leichte Hoffnung, dass sie uns helfen. Aber sie waren sehr nett. Das hat mir aber auch nichts gebracht. Diese detaillierte Aufnahme können wir uns später in 10 Jahren noch anschauen. Ja. Dann wissen wir genau. Du hast echt den Besten gefragt. So sieht's aus. Wow, Schatz. Du siehst aus, als ob du im Film mitspielst. Siehst aus, als wäre es ein Musikvideo. Also am Auto so. Njum, njum. Egal, Leute. In einem Jahr reden wir drüber und lachen uns kaputt. Leute, wir sind immer noch hier. Morgens früh und erst konnten wir uns ja auch an der Tankstelle nicht helfen, jetzt versucht er uns zu helfen hier von der Tankstelle, ich weiß auch nicht. War auf jeden Fall schon früh morgens, irgendwie 7:30. Wir haben alle keinen Bock mehr. Bin total genervt jetzt irgendwie auch davon, weil wir halt auch irgendwie einfach gar keine Ahnung haben, was wir jetzt machen sollen. Keiner kann es halt irgendwie so richtig helfen, aber hier ist wohl eine Werkstatt in der Nähe und ja. Die ist auch schon kontaktiert, aber die sind nicht dran gegangen. Wir hoffen, dass sie dann um 8 Uhr vielleicht kommen. Aber man hört das, ne? Dass die Luft rausgeht. Aber du müde. Laura hat einfach die ganze Zeit nicht geschlafen. Wir haben die letzten 2,5 Stunden was geschlafen im Auto und Laura war einfach die ganze Zeit wach, weil sie nicht schlafen konnte. Aber du siehst wirklich krass aus. Das ja, so warm, aber. Also siehst mega schön aus. Wow, die Leute. Wir haben den letzten richtigen Tag. Leute, wir haben die Nacht gestern Abend gut überstanden. Wir haben uns nicht mehr gemeldet. Es war Horror. Ja, Laura hat einfach gar nicht geschlafen. Wir alle, Michele meinte so, er schläft auf gar keinen Fall. 2 Minuten später hat er geschnarcht und ist eingeschlafen. Und ja, auf jeden Fall konnte uns der Mann, habe ich euch auch gezeigt, helfen. Und wir haben den ganzen Tag über geschlafen, gechillt hier. War jetzt nicht am Strand heute und jetzt gehen wir noch lecker essen, ne? Weißt du, was das Wort heißt? Lieb. Irgendwas Lateinisches, Libarium. Auf jeden Fall in Cagliari. Cagliari. Und das ist auf so einem Berg drauf, also es ist ein sehr schöner Sonnenuntergang. Ja. Sind jetzt angekommen und laufen jetzt schon mal für ein Aperitif hoch.
da wo auch unser Restaurant ist, da waren wir auch schon zu Beginn der Woche einmal. War es richtig schön. Hat sogar so ein Sonnenuntergangsbild gemacht. Da hinten ist übrigens das Restaurant, wo wir hingehen. Ich spreche alle mediterranen Sprachen. Auch Griechisch? Heute ist nicht so ein krasser Sonnenuntergang wie letztes Mal. Aber egal, es sieht trotzdem schön aus. Wir haben jetzt unseren Aperitivo. Und die drei trinken einfach immer Aperol. Und ich mag überhaupt kein Aperol leider. Also gibt es für mich immer einen Weißwein. Und dieses Mal haben wir noch einen kleinen Snack vorher. Und da gehen wir nämlich nachher essen in dem Restaurant, also in einer Stunde. Wir sind jetzt eine Etage tiefer in dem Restaurant hier unten und haben gerade unser Essen bekommen. Da hat mich uns noch einen frischen Wein geholt. Und darum gibt es hier dann so sardische Nudeln oder so. Und wir haben, da und ich haben so Trüffelnudeln mit Garnelen. Ich hab keine Pizza. Pizza! 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 Pizza pronto! Also meine lieben Freunde, wir haben jetzt den letzten Abend, ich habe die ganze Zeit gar nicht mehr gefilmt. Wir waren heute nur am Strand und haben hier aufgeräumt. Und jetzt werden wir euch unsere Pizza zeigen. Was sind die Pommes? Bitte. Pommes? Kalamari sind die auch gezeigt. Kalamari. Schnabbelös. Wir haben hier noch Zitrone. Das können wir mal so machen. Oh, das ist meine. Das verstehen die unter nicht so viele Tomaten. Das sind kleinere Tomaten als letztes Mal, glaube ich. Ja, das stimmt. Das sind kleine. Möchtet ihr euch noch verabschieden und diesen Vlog beenden? Diesen Urlaubsvlog? Arrivederci, ragazzi. Ciao. Macht es gut. Tschüss. Lauri, mach so, wie ich immer das Video beende, also. Weißt du? Tschüss.